Ich habe ja deine Sendung verfolgt vor 3-4 Wochen, als dieser Herr aus Bremerhaven mit ungefähr 16 Promille bei dir in der Leitung war. Er hieß, ich weiß es nicht mehr. Er war Gabelstaplerfahrer. So, genau. Schön, schön. 5, 4, 3, 2, 1, nächster! Katastrophe. Wer ist am Telefon? Hallo. Wer ist da? Hieronymus. Bitte Fernseher leise machen, Ton ausmachen. Ton ausmachen. So ist super. Nein. Ton aus. Ja. So. Nein, Ton aus. Ton ausmachen am Fernseher. Ganz, ganz leise. Ja, ja. Wir haben Zeit. Das hört sich gut an. So, wer ist am Telefon? Ja, Hieronymus. Hieronymus? Ja. Haben Sie den Fernseher jetzt ganz ausgemacht? Ja. Ist besser, ne? Ja, besser. Sind so klein die Tasten auf der Fernbedienung? Ja, die Batterie ist schuld hier. Ah, die Batterie ist schuld. Okay, Hieronymus. Ja. Von was rufen Sie an? Hier auf Dorf, das kennen die nicht. Wie heißt denn das Dorf? Vielleicht kenne ich es ja doch. Nee, das kennen die nicht. Das liegt bei Bremerförde. Bei Bielefeld, Ostwestfalen. Bremerförde, das ist bei Hamburg. Ah, alles klar. Okay, wie heißt das Dorf? Niederochtenhausen. Ah, alles klar. Nein, kenne ich tatsächlich nicht, Hieronymus. Nee, kenne ich nicht, aber macht ja nichts. Geht's Ihnen gut soweit? Ja, es geht nicht. Ich habe mich am Frühstück gemacht. Ich habe den kann ich nachts nicht schlafen. Den okay, Sie können nachts nicht schlafen. Den Mittelteil davor habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich habe Schichtdienst gemacht. Ach, Sie haben Schichtdienst gemacht? Ja. Was machen Sie denn von Beruf? Im Hafen haben wir gearbeitet. Ah, im Hafen. So, das heißt, die Container von den Schiffen holen und so. Ja, kleiner Bug. Jetzt meist ein kleiner Bug. Jetzt ist er überwiegend mit Containern. Ja, ist aber auch besser mit den Containern. Da kann man einfach mit dem Kran und runter mit den Dingern, da muss man nicht mehr mit der Hand, ne? Ja, muss die Maschine bedienen können. Und Sie fahren dann mit dem Kran durch den Hamburger Hafen? Nee, Bremerhaven. Bremerhaven. Sie fahren mit dem Kran durch den Bremerhaven? Nee, ich fahre bloß mit dem Gabelstapler, habe ich gefahren. Oh Gott, oh Gott. Also, Sie mit dem Gabelstapler mit den beiden spitzen Zinken vorne fahren durch den Bremerhaven? Ja. Ah, das beruhigt mich. Ja, ja. Hieronymus. Ja. Haben Sie denn einen Beruf für mich? Ja, nehmen wir mal den Weber. Der Weber? Ja. Der die Stoffe webt, Hieronymus. Was? Hab ich jemand gewonnen jetzt? Ja, einen ganz tollen Trostpreis. Ja? Ja. Und ich schenke Ihnen noch 10 Euro für die Kopfschmerztabletten für morgen früh. Jo. Jo. Hieronymus, dann noch. Schönen Abend, Prost, ne? Nicht auflegen! Thomas, es ist alles noch steigerungsfähig. Martin? Es ist jetzt 1.52 Uhr. Wann ist diese Sendung zu Ende? Ich hoffe nie. Nein, nein. Sag mir bitte die Ausstiegszeit. Wir haben noch 6-7 Minuten. So, diese 6-7 Minuten gucken Sie sich jetzt bitte ein leeres Set an. Ich bin für heute fertig. Ja, ja, ja. Nein, wir machen jetzt keine 6 Minuten. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Thomas, kommst du zurück ins Set? Warum? Thomas, kommst du zurück ins Set? Ich kann nicht mehr, Martin. Irgendwo hat auch ein neuer Live-Moderator eine Grenze. Lehn dich doch einfach zurück und genieße es. Was genau soll ich genießen? Was so passiert. Unsere Zuschauer, die Kreativität. Den Sumpf.
Es beruhigt mich übrigens wirklich ungemein, dass Ronimus nur mit einem Gabelstapler mit zwei spitzen Zinken durch den Bremerhaven fährt und nicht mit einem Kran, der einen Container in der Gegend, ne? Also du hast ja heute viel zu verarbeiten. Ich sehe, du hast es schon bequem gemacht. Ja. Möchtest du etwas loswerden oder möchtest du mit mir über etwas sprechen? Machst du jetzt hier auf Dr. Sommer-Team oder was? Ja, ich bin ja eher so der Freud-Typ. Ah. Martin, was haben wir falsch gemacht heute? Jetzt hör auf mit dem Blödsinn! Dann sitzt Joachim im Ton. Oder Jürgen. Oder Tobi. Ich glaube, da hinten wird ehrlich gesagt auch getrunken. Das so, glaube ich auch. Möchtest du was loswerden? Was bedrückt dich? Weißt du, ich mache das hier ja jetzt schon seit 7 Jahren und ein bisschen. Ich habe in diesen 7 Jahren schon, ich weiß nicht, wie viele 1000 Sendungen moderiert. Ja. Ich habe viele Sachen erlebt. Nennen Sie uns ein Tier mit drei Buchstaben, Antwort DAX. Kann man ja noch drüber, ne, wegsehen. Ich habe auch sowas erlebt wie, welche Bohne trinkt man im Sambuca? Antwort Gyros. Haben dich diese Momente sauer gemacht? Nein, diese Momente haben mein kleines speckiges Herz erfreut. Weil ich mir gedacht habe, ah, da haben wir mal eine äußerste Blitzbirne in der Sendung gehabt. Meinst du nicht, du flüchtest dich da nur in etwas und du bist eigentlich ein recht trauriger Mann in diesen Momenten? Nein. Ich bin ein wenig, nach dieser Sendung, muss ich sagen, bin ich ein wenig desillusioniert. Ich habe wirklich gedacht, vielleicht sind es die Ringeltauben. Ja, die Ringeltauben dieser Gesellschaft. Wäre es nicht schade, die Hoffnung komplett fahren zu lassen? Worauf hoffst du noch in der Sendung morgen zum Beispiel? Was sind deine Träume? Deine Bedürfnisse? Reicht dir so eine 3-Stunden-Sendung Planet oder möchtest du auch einfach nur mal in den Arm genommen werden? Also nach dieser Sendung möchte ich definitiv einfach nur mal in den Arm genommen werden. Was ich mir für morgen erhoffe, jeder Tag ist auch ein neuer Anfang, heißt das ja so schön poetisch. Und ich würde mir für morgen quasi wünschen, was? Komm, Trixi, nimm mich einmal in den Arm, ich kann nicht mehr. Trixi, hast du das gehört? Ja. Die machen mich bekloppt heute. Die machen mich bekloppt. Thomas, geht es nicht gut. Trixi, gehst du nochmal hin, fasst du ihn bitte nochmal kurz in den Schritt. Ach, jetzt hör auf. Was war denn das heute? Jetzt mal ernsthaft. Also Sie brauchen nicht mehr anrufen, ich starte keine Runde mehr heute, die Sendung ist vorbei. Also, dass es um die Bildung in diesem Lande nicht allzu hoch bestellt ist. Leider. Da kann ich ja wirklich, ne, das ist ja de facto so. Und das dann noch bei einem Spiel, wie nennen Sie uns einen Beruf, mit E an zweiter Stelle, jemand anruft und Bäcker und Gärtner sagt. Da denkt man sich, okay, war ja eigentlich klar, dass da sowas kommt. Dann auch noch jemand aus Osnabrück anruft, wie hieß er noch, Steven? Moment, da kommen wir gleich zu. Dass dann auch noch Steven anruft und sagt, Dachdecker, ich ihm dann erkläre, Berufe mit E an zweiter Stelle. Oh scheiße, er das wenigstens selber noch merkt und über sich selber lacht. Okay, hat er halt gepennt. Dann lieber pennen, ja, als Gärtner und Bäcker sagen. Okay, dass jemand durchkommt und Theologe sagt, und ich weiß, dass man Theologe mit H an zweiter Stelle schreibt, das ist okay. Dass jemand dann durchkommt und sagt, Ingenieur, ich weiß nicht, war eine Französin, die dann sagte, auf ein Französisch schreibt man das so, nein, tut man auch nicht, aber wie auch immer. Dann habe ich das nochmal erklärt mit dem Buchstaben E und wo die zweite Stelle genau ist. Dann kam noch tatsächlich jemand durch und sagte, Leon. Was ich mir dann habe buchstabieren lassen, weil ich nicht genau wusste, was das sein soll. Bis ich dann herausstellte, er meinte Leon, den Namen. Danach habe ich in sämtlichen Sprachen, die hier im Studio gerade verfügbar waren, erklärt, was ein Beruf ist. Und dann kam dieser jemand durch. So. Der ist erschreckenderweise Gabelstaplerfahrer im Hafen in Bremen. Das Erschreckende aber, Hieronymus, geschätzten 2,5 Promille, hatte tatsächlich einen Beruf. Mit E an zweiter Stelle. Nun stellt sich mir die Frage, müssen die Dummen mehr saufen? Ich weiß es nicht.
Ich begebe mich... Ich denke ja, die Dummen sollten weniger saufen und wir in solchen Sendungen mehr. Aber wenn Hieronymus mit geschätzten 2,5 Promille sogar noch auf den Beruf mit an zweiter Stelle kommt und jemand, der nüchtern ist, Bäcker und Gärtner sagt... Man wird, aber man haltet ja kreativ. Da komme ich auf den Schluss, kein Alkohol ist auch keine Lösung.